Du Thorsten, ich würde gerne beim nächsten Trainingsplan ein bisschen mit meinem eigenen Körpergewicht machen. Warum, Tim? Naja, weil die Übungen besser sind. Ja. Bekommen wir relativ häufig zu hören. Ich würde gerne mehr mit dem Körpergewicht machen, weil die Übungen mit dem Körpergewicht denen mit den Gewichten oder mit den Hanteln überlegen sind. Zum einen muss man sagen, wir sind beide relativ große Freunde auch von Körpergewichtsübungen. Gerade so was die Rumpfmuskulatur angeht, Klimmzüge sind toll, Ausfallschritte in hoher Wiederholungszahl, ungeheuer effektiv unserer Meinung auch. Aber wir kommen halt, was Übungen mit dem Körpergewicht angeht, oftmals an die Grenze. Und das Problem bei der Übung ist halt, die Intensität zu steuern. Sowohl nach oben als auch nach unten. Und es ist auch schwierig, eine gewisse Progression in die Übungen reinzubringen. Beispielsweise, wenn man zu schwer ist für einen Klimmzug, ja, wie macht man es dann leichter? Es gibt da schon ein paar Möglichkeiten und ein paar Techniken, aber es ist halt viel einfacher, zum Beispiel bei einem Trainingsplan, der auf Progression ausgelegt ist, bei einer Hantel 1,25 Kilo draufzupacken, als die Variante bei einem Liegestütz so viel schwerer zu machen, dass es gerade auch so funktioniert. Und dann, ich meine, wenn wir jetzt hier Tim als Beispiel haben, was soll er an Liegestütz machen? Sollen wir uns da auf den Rücken draufsetzen, damit er Maximalkraft trainieren kann? Das wäre ganz einfach nicht praktikabel. Also, Körpergewichtsübungen sind toll, wenn sie passen, aber ich denke im Endeffekt, die Kombination von beiden macht es aus. Genau, deswegen baut in euren Trainingsplan eine Mischung aus beidem mit ein, ne? Dass man da so ein bisschen die Variation dementsprechend drin hat. Ja, wir helfen euch gern dabei. Viel Erfolg beim Training.